Was mögen Eltern bei ihren Kindern so gar nicht? Wenn sie vom Spielen völlig durchnässt und dreckig nach Hause kommen. Dabei macht es doch so viel Spaß, im Matsch zu spielen und sich dabei so richtig dreckig zu machen. Und wenn das auch noch erlaubt ist, dann ist das für die Kinder die schönste Matscherei. So gesehen beim zweiten Mostviertler Dörtran beim Böllerbauer in Haag. Es kommt dazu, dass ich einfach für Kinder in der Umgebung was machen will, für Trainingsgeräte zum Kaufen, dass es in der Schule leichter dann beim Lernen in die Richtung Live-Kinetik, Brain-Kinetik, da habe ich Ausbildung gemacht und möchte es den Kindern weitergeben und da braucht man halt Trainingsgeräte dazu, die was ein bisschen Geld kosten und dadurch ist das Ganze entstanden und dadurch machen wir das. Und so hieß es auf einer Strecke mit Gatschgrube, Autoreifen, Strohballen, Siloplane zum Rutschen und Rohre zum Durchkraxeln 100% Kind sein. Cool, aber anstrengend. Mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Also am Anfang habe ich mir gedacht, also es schaut viel leichter aus, als es eigentlich ist. Und ja, also mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Also dann da drüben, wie es so viel geradeaus und so gegangen ist, wie man so viel rein am ersten hat, das war dann anstrengend. Naja, ja, man ist schon anstrengend, aber man muss dann halt langsam aufrennen und dann kann man da wieder nachkommen. Also das da unten mit Netz habe ich mich nicht ganz auskennt. Also am Anfang habe ich gedacht, ich muss unten durch, aber dann ist mir ja erklärt worden, dass ich noch durch die Stäbe durch muss. Bereits zum zweiten Mal liefert der Mostviertler Dörtran rutschig schlammigen Untergrund zum Austoben. Es gibt Kinderläufe, das sind 400 Meter für die ganz Kleinen, für die Volksschüler. Dann die Hauptschüler laufen 1500 Meter. Dann gibt es für die Erwachsenen Beginnerstrecken 2,5 Kilometer, dann 5 Kilometer für die ein bisschen ambitionierten und dann gibt es einfach wirklich Profis, die, ich glaube, die rennen zweimal am Tag. Die rennen dann die 10 Kilometer da mit einer Zeit von unter 50 Minuten. Also das sind wirklich durchtrainiert. Wenn man da ja so sieht, sieht man, wie es ausschaut. Eigentlich sollte der Dörtran nur eine Kinderveranstaltung werden, doch die Idee stieß auch bei den Erwachsenen auf reges Interesse. Wir haben voriges Jahr beim ersten Dörtran, Mostviertler Dörtran, 268 Starter gehabt und sind jetzt knapp über 500, was ich gehört habe, beim zweiten Mal. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei meinem ganzen Team, die was da immer aufbauen helfen und alles so viel Zeit investieren. Danke nochmals und deinen Kindern wird das sicher zugutekommen. Also Böllerbauer, ich muss ehrlich ein großes Dankeschön an ihn sagen, wie der hilfsbereit ist, wie lässig die Location da ist. So eine super Energie da und super Atmosphäre und genau das Richtige für so einen Lauf. Na dann, lassen wir die Dörtran-Hungrigen auf die Strecke. Es hat viel Spaß gemacht. Für mich war es der erste Lauf, der erste Dörtran. Ja, hat viel Spaß gemacht, lässige Hindernisse und einen Gatsch. Ja, war sehr heiß heute. Zum Glück ist jetzt zum Start ein bisschen, sind ein paar Wolken aufgezogen. Es hat es ein bisschen erträglicher gemacht, aber ja, war sehr brutal von der Intensität her. Hauptsache Gatsch, ne? Das ist das Schönste. Und ja, die Puste zum Durchhalten ist eher das Schwierigste. Die Hindernisse ist nicht so tragisch, aber... Ja, schwierig. Schwierig ist, dass das Tempo zum Halten bei den Temperaturen, zusätzlich dann noch die Hindernisse. Was positiv dazugekommen ist, ist das Wasserhindernis, da hat man sich immer gut abkühlen können. War ganz lässig. Ja, die Strohpinkeln waren eigentlich das Schwierige. Durch Stroh durch. Und leicht? Leicht. Also die Hindernisse zum Drüberkraxeln, das war nicht so schwierig, finde ich. Ja, schwierig war für mich das Netz, da durchzukommen. Ja, die Hindernisse zum Drüberkraxeln waren super. Und generell der ganze Lauf war genial organisiert und voll super vorbereitet, hat richtig Spaß gemacht. Ja, also eigentlich war, sage ich, der Anfang war eigentlich schwieriger, weil dass man schaut, dass man die Gegner ein bisschen auf Distanz hält. Nachher dann ab der zweiten Runde, wo man dann schon gemerkt hat, okay, die einen oder anderen Gegner, die haben immer mehr Abstand, da läuft es sich dann viel einfacher. Da denkt man dann nicht mehr an die Müdigkeit oder an die Anstrengung. Es geht dann eigentlich ziemlich von selber. Also das Dauerlaufen, das muss schon verschnaufen können.
die Hindernisse war eigentlich kein Problem, weil wir klettern dann und sowas. Sonst war es schon lustig. Ja. Ja, ich bin momentan gerade in der Vorbereitung für Spartan Europameisterschaft. Die ist jetzt in knapp einem Monat in Morsin in Frankreich. Und ja, jetzt stehe ich halt gerade mitten da in der Vorbereitung. Läuft momentan ganz gut. Gut gelaufen ist es für ihn auch beim zweiten Mostviertler Dörtran, denn Marco Pillar hat sich den Sieg auf der 10-Kilometer-Strecke geholt. Die wurde auch dieses Jahr gesplittet, denn die Teilnehmer, ob Einzelstarter oder Teambewerb, konnten sich auf den Distanzen zwischen 2,5 und 10 Kilometern beweisen. Dazwischen hieß es, zahlreiche Hindernisse zu absolvieren, die mit viel Liebe zum Detail und durchdacht die Dörtran-Strecke schmückten. Tricky, tricky.